Also ich versuche gerade das erste Mal alternativ mit Komoot zu navigieren, ne? Geht ja gar nicht. Wenn ich so drüber nachdenke, dass ich so oft über mein Navi mecker, dann bin ich doch ziemlich froh, es sonst zu haben. Willkommen beim Schlechte Laune Kanal. Ich weiß nicht, ich finde es zwar irgendwie witzig, aber ich finde es auch super nervig, ne? Also, hier war ich schon mal. ich navigiere ja heute wirklich wieder mal ohne Garmin. Und wie gesagt, Komoot, okay, dachte ich, es hatte ich schrecklich gefunden. Alles schick. Oh, was ist dieses Drecksding? Will mich echt zurück zum Start navigieren. Bloß weil ich nicht am Start angefangen habe zu navigieren. Was soll denn diese Bah! Also wenn ich nur sehe, wie sie schon wieder alle im Stau stehen, ne, bin ich doch froh, dass ich die Freiheit habe, Fahrrad fahren zu können. Ich sag's euch Leute, heute ist der perfekte Tag zum Graveln. Einfach geiles Wetter und einfach mal die Seele baumeln lassen. Ratet mal, wer jetzt beinahe falsch abgebogen wäre oder nicht abgebogen wäre. Ding! Also zum Glück ist das hier alles mit Stacheldraht gesichert, ne? Sonst würden hier irgendwelche Leute einfach, weiß ich nicht. Natürlich bin ich komplett alleine hier und deswegen ist es auch bloß halb so spannend, ne? Aber es ist ja irgendwie doch ein richtig geiler Ort, weil, ey, wie lange steht der Scheiß schon leer, ne? Und hier wurde mal richtig gearbeitet und boah, also ich mag so eine Orte. Ja, mega, oder? Ich finde sowas ist halt voll Geschichte, ne? Hier muss man nicht mal dumm quatschen. Klar kann man irgendeinen Blödsinn machen, Bier trinken oder rumkrusen, ne? Aber alleine das zu sehen, finde ich halt schon ziemlich nice. Also ich sehe gerade, oben ist auch ein bisschen blockiert. Also die werden schon ein paar Mal berechnet haben, dass hier Leute lang gehen. Oder eben die Brücke ist wirklich einsturzgefährdet und weiß ich nicht, no risk, no fun, oder wie seht ihr das? Wer braucht schon Drohne, oder? Ja.
So, ich glaube, das reicht mir hier. Jetzt gibt es noch eine einzige Herausforderung. Und zwar den Ausgang finden. Aber ich finde es echt, weiß ich nicht. Komoot ist da schon echt nützlich und zeigt dir die Eingänge. Also da fällt mir nichts anderes mehr als, weiß ich nicht, mir fällt gar nichts ein. Das ist einfach nur Hammer, oder? Und irgendwie muss ich echt sagen, immer wenn man gerade aufhören will, weiterfahren will oder was auch immer, kommt sowas Geiles, ne? Und es ist einfach nice hier. Also stellt euch doch mal vor, da würden sich zu solchen gut abgesicherten Orten Menschen Zugriff verschaffen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es übelst cool. Was ist eure Meinung dazu? Sollte man sowas erhalten oder sollte man das abreißen? Wir sind ja am Ende der Welt. Ein Abriss kostet auch bloß. Und ja, es ist ein cooler Lost Place und vor allem die Leute, die so eine Lost Places besuchen, es werden halt immer weniger, ne? Und der einzige Knackpunkt heute, wenn überhaupt, ist der Wind. Es ist so ein toller Tag. Klar, Herbst, hurra. Hey, Kopf hoch, kommt auch wieder Winter. So, mittlerweile auf dem Mauerweg. Noch so 10, 12 Kilometer nach Hause. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert doch, liked und lasst einen Kommentar ab. Kennt ihr noch irgendwelche coolen Lost Places? Oder wo soll man mal hinfahren? Schreibt es in die Kommentare. Ciao!